Hallo Freunde, wir haben wieder eine neue Eventwoche am Starten. Naja, schauen wir mal gleich hinunter, was eigentlich für ein neues Podium-Auto es gibt. Drehen kann ich noch nicht. Für das bin ich heute noch zu früh dran, aber schauen wir mal. Ein neues Podium-Auto gibt es wieder. Und es gibt auch wieder diverse Aktionen. Naja, schauen wir uns das einmal an. Ja, nicht schlecht. Da ist schon mal nicht schlecht diese Woche. Die Farbe taugt mir irgendwie. Die Farbe taugt mir. Also das ist es diese Woche, das Podiumauto. Das Podiumauto, also der Coil Cyclone. Bitte entschuldigt mich jetzt bitte. Ich meine, ich will mich jetzt nicht irgendwie auf das Detail irgendwie fixieren wegen der Aussprache und hin und her. Also Entschuldigung, falls ich mich verspreche. Ja, also dieses Auto würde uns circa, warte mal, ich muss da schauen. Es gibt auch natürlich auch Autoaktionen, wie ihr bereits hier lesen könnt. Wir müssen nur schauen, was uns dieses Auto normal kostet. Ja, werden wir mal schauen. Aber der Coil Cyclone kostet normalerweise fast 2 Millionen. Ja, also 1,8 Millionen, ja, ist elektrisch, ja, wird elektrisch betrieben und ja, hat einen ganz guten Hype, also hat eine ganz gute Geschwindigkeit drauf, ja, aber für diverse Autorennen eher weniger, würde ich einmal meinen, ja. Ja, also wie gesagt, versucht ihn zu gewinnen oder ja, wer 2 Millionen locker hat, ja, soll es ihn kaufen. Ja, die Farbe taugt mir irgendwie. Ja, schaut nicht schlecht aus. Gut, aber befasst man sich damit nicht so lange. Im Hintergrund habe ich es jetzt eh. Wie ihr gesehen habt, bereits mittlerweile gibt es hier auch wieder gute Aktionen von Fahrzeugen. Ja, eben der Benefact Krieger, einer der besten Autos überhaupt, kostet knappe 2 Millionen. Ja, der zurzeit beste Rennwagen in Stuntrennen. Ja, Krieger, also wenn es die Nummer 1 werden wollt, dann in Standrennen, dann 2.12.500 oder knappe 2, oder was heißt knapp, eben 2.12.500 und ihr werdet die Nummer 1 werden. Voraussetzung natürlich, ihr trainiert ein bisschen, ja, weil von heute auf morgen wird niemand die Nummer 1, ja. Ja, was gibt es da noch in Aktion? Der Pegasi Toros, ja, 323, ja, ist eher Geschmackssache, ja, auch schnittiges Auto, ja, Krieger also, und der Toros eben ist Geschmackssache, ja, ja, also. Aber 323 ist jetzt natürlich nicht viel Geld.
der Pegasi Tempesta genauso unter einer Million, aber um 700.000 ist auch noch immer zu teuer. Ja, ja, ist auch nicht. Ja, Pegasi Tempesta eben. Ja. Die Nagasaki Shadora würde ich ja nehmen, wenn es wirklich ein schnelles Biker wollt, also dann würde ich diese 1 Million riskieren die Woche, 1.335.000. Ansonsten, wenn ihr andere habt, dann lasst es. Ja. Ja. Dann lasst es. Aber nur diejenigen, die wirklich von A nach B ein schnelles Mobitral suchen. Auch die Vinci Lecto ist heute diese Woche in Aktion. Allerdings nur, wenn ihr das Finale gespielt habt. Ja. Finale gespielt habt, das ist die Voraussetzung. Dann habt ihr diese auch verbilligt. Ja, diese Maschine. Ja, die legt da. Möglicherweise steht da bei euch wo irgendeine Bedingung. Kann sein, muss nicht sein. Ja, also die legt da. Ist auch in Aktion, auch schnittiges Fahrzeug. Ja. Wer auf der Suche nach Mobitralen ist, würde ich eher die kaufen. Ja. Als wie die Shakora. Aber wie gesagt, das ist euch überlassen. Das ist ganz euch individuell. Also wie gesagt, wir haben hier den Pegasi Toros, den Krieger und eben den Pegasi Tempesta haben wir und Nagasaki Shotaro. Wie gesagt, bitte nicht auf die Waagschale alles legen mit der Aussprache. Ja, und die Prinzipe Lektro, ja. Und hier war es dann wieder. Hier war es wieder, aber können wir zurückgehen, das Haus Andreas. Mal schauen, ob es da Aktionen gibt. Sieht danach nicht aus. Na, die Eventwochen. Na ja, gut, Fahrzeuge sind eh momentan nicht so. Das Nonplusultra, weil die Fahrzeuge hat eh, glaube ich, jeder schon genug, glaube ich. Ich meine, was will man da noch? Viele Aktionen starten, im Prinzip. Wir haben eigentlich eh schon jeder wie Sand am Meer, glaube ich. Die ganzen Garagen voll. Ich glaube, das hat auch schon langsam Rockstar Games kapiert. Denn ja, was wollen sie uns da noch viele Aktionen bieten? Mal schauen, ob es sowas gibt. Die Clubhäuser sind diese Woche nicht in Aktion. Die Bunker dürften auch nicht in Aktion sein. Anger. Wie gesagt, auch nicht.
Schaut's aus mit den Basen. Alles. Nachtclub. Alles. Spielhallen. Tattoo ebenfalls nicht. Naja. Man kann nicht alle Wochen erwarten, dass die Leute da. Ja. Gut, grundsätzlich war es das mit den Fahrzeugen. Wie gesagt, schauen wir sich das nochmal schnittig an. Auf Missionen braucht es diese Woche eigentlich nicht viel Schaden. Da gibt es nichts. Es gibt diese Woche nur doppeltes RP, doppelte Geld auf Club und also Biker Verkaufsmissionen und Clubhausmissionen. Ja. Das heißt also, eure Unternehmen wären gefragt diese Woche. Also das heißt, ihr braucht hier gar nicht an irgendwo suchen diese Woche. Ja, weder bei Job noch irgendwo. Ja, weder bei Versus irgendwo. Glaube ich halt. Aber wir können ja mal kurz durch switchen. Ja, ihr werdet nichts finden. Ja. Ja, also da wird es nichts geben, die Wochen. Ja. So, was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt auf gut Deutsch? Das heißt ganz auf gut Deutsch, diese Woche gibt es auch was Interessantes. Ja. Und zwar zur Terminal, was kaufen könnt. Das ist auch diese Woche in Aktion. Das ist übrigens der Pegasus Reaper, den ich gewonnen habe. Wir werden einmal kurz in unsere Spielhalle fahren. Da werden wir mal die Musik gut an. Gut, Leute, wie gesagt, diese Woche ist eure Unternehmen gefragt, beziehungsweise Biker und Biker-Verkaufsmissionen und Clubhausmissionen. Was sind jetzt zum Beispiel Biker-Verkaufsmissionen? Naja, das sind eure Unternehmen. Das heißt, Hanf, Koks, ja, und solche Sachen. Ja, das heißt also, ihr könnt eure Unternehmen diese Woche anfüllen. Nur schaut halt, dass halt ihr in eine öffentliche kommt, wo es alleine bin, so wie ich. Mit einem Freund oder was auch immer. Denn grundsätzlich ist es ja so, dass leider Gottes es Leute hier gibt, die das nicht sehr sehen, wann du verkaufen tust. Ja. Die dich abschießen. Und ja, 2 Millionen sind natürlich weg. Und dadurch, dass es jetzt natürlich doppeltes Geld gibt, kannst du Schweinegeld machen damit. Aber wirklich Schweinegeld. Ja. Und es gibt hier diese Woche etwas Wunderbares, und zwar so ein Terminal. Was ist jetzt ein Terminal? Von was spreche ich jetzt? Zu dem komme ich jetzt. Das ist eine ganz geile Sache. Aber wirklich eine ganz geile Sache. Die steht in der Spielhalle. Und ich zeige euch das dann auch, wie man das kriegt. Das Ganze schaut jetzt so aus, das habe ich mir irgendwann einmal gesagt. Und das ist das Terminal. Und juhu, yeah, diese Woche
30%, Leute, 30%. Ja. Und da könnt ihr wirklich alles steuern, eure ganzen Unternehmen. Ja. Das heißt also jetzt, ich setze mich jetzt einmal nieder, nur müsst ihr da leider Gottes in einer öffentlichen sein. Der einzige Nachteil ist hier, wie gesagt, da müsst ihr leider Gottes in einer öffentlichen sein. Da könnt ihr alle steuern, ihr habt hier alle Unternehmen. Ja. Da seht ihr, da müsst ihr euch jetzt anmelden als CEO oder Motorradclub. Da ist das gleiche. Motorclub, nicht? Motorradclub, nicht? Da seht ihr dann die Vorräte und eben was noch habt. Allerdings nicht das Geld, was ihr habt. Ja, das seht ihr leider nur in die Unternehmen. Ja. Aber ihr seht zumindest einmal, was Vorrat noch ist. Die haben noch, da ist eh oben blau beschrieben. Nicht? Das, also, das ist da grün, Lager, Vorräte. Ja. Grün, Lager, Vorräte. Ja, also das Grün ist Lager, also die haben noch genug, die habe ich erst angefüllt, ja. Und die haben auch noch genug, ja. Lager und Vorräte, nicht? Und das alles gibt's diese Woche, inklusive, wie gesagt, Bunker, glaube ich, gehört auch noch dazu. Motorradclub, gehört zum Motorradclub, beziehungsweise, ja. Naja, gut, Bunker vielleicht nicht so, aber wie gesagt, Kokain, Falschgeld, Hanf, ja, Mad und Dokumenten, doppelt RB, doppeltes Geld, ja. Ja, wie gesagt, mehr Geld macht es mit Mad, Kokain, Hanf, Falschgeld und Dokumente, ja. Fützt die Bude an. Ja. Fützt die Buden an. Kokain vor allem und Hanf. Fützt die Bude an. Ja. Ja. Also, knallt es viel. Ja. Da ist auch schon ziemlich viel da. Das müssen die auch bald ausleeren. Also, das ist schon ziemlich viel. Da der grüne Balken. Ja, da ist noch ein bisschen. Ja, ist auch bald viel. Also knallt es viel. Ja. Da braucht es dann noch da drucken auf Castle. Da anmelden. Ja. Und da seht ihr schon. Naja, leider kann man das jetzt nicht sehen, was man. Was momentan verkauft hat. Das siehst du nur direkt. Im Unternehmen, ja klar, wenn ich jetzt da verkaufen drücke, würde ich es sehen, möchte ich jetzt aber nicht, kannst direkt da auch gleich anfangen zu verkaufen, ja, du kannst direkt Versorgung auch machen, nicht? Mich würde aber jetzt interessieren, kostet Versorgung, naja, gleich viel, passt, wir wollen nicht wissen, kostet, haben sie nicht billiger gemacht. Also da kannst du, wie gesagt, dann gleich verkaufen kicken. Dann haben wir mal. Also da hast du jetzt dann da zum Beispiel, ich hätte jetzt zum Beispiel die Möglichkeit 336.000 zu verdienen, ja, wenn ich nur Los Santos mache und Black Country, eine halbe Million, ja, eine halbe Million würde ich jetzt gleich einmal nur allein mit Kokain jetzt machen, ja, tue ich jetzt nicht. Genauso mit Med. Gleiche. Ja, Waren verkaufen. Ja, also 166, 249. Ja. Hanf zum Beispiel. So viel verdienst du normal nicht. Ja. Sag ich gleich. Ja, also ihr seht, was für Beträge das sind. Was das für Beträge jetzt da sind. Das ist utopisch jetzt, ja. Die Woche. Utopisch. Sag ich euch nur. Nur wenn ihr allein spielt, bleibt es am Boden. Ja. Allein schafft es nur Los Santos. Ja. Habt Kumpels.
Ja, kennst Black Country auch machen, wenn's direkt von Los Santos starts. Ja. Also bleibt's realistisch, bleibt's sauber. Ja. Ja, aber wenn's. Ja. Ich sag, da ist das Gleiche. Waren verkaufen. Kennt ihr auch. Schaut euch die Beträge mal an. Du hast. Ja, Wahnsinn. Also, Wahnsinn! Da genauso, na gut, da habe ich noch nicht viel. Wie gesagt, mit Kokain macht es halt die Woche, wird es zum Millionär. Also, Kokain ist an erster Stelle. Kokain, dann glaube ich, war Hanf, Med, Geld und Dokumente. Ja, klar, wenn es natürlich noch Paletta B rauffahren wollt, dann ist die Rangliste anders. Das ist natürlich irgendwie logisch. Nicht? Ja, klar, na, no, na, no, na. Nicht? Na, no, na, no, na. Nicht? Also, klar, nicht? Gut. Ihr wisst Bescheid. Ah ja, wie kriegen wir jetzt dieses Wunderding? Dieses Wunderding. Moment. Gürkt's über dieses Terminal oder oben im Büro, das weiß ich jetzt nicht, wo sich lieber hinsetzt. Ja. Es kann sein, dass bei mir jetzt kein Preis mehr steht. Ich hab's schon. Da setzt sich einfach daher und geht auf Verbesserung. Ja. Und da habt ihr dann das Hauptkontrollterminal. Ich weiß jetzt nicht mehr, was genau kostet. Das hat über 1000, also 1000 sage ich, über 1.650.000 gekostet. Es war schweineteuer auf jeden Fall. Aber wie ihr seht, es zahlt sich aus. Ja. Also dieses Hauptkontrollterminal kommt ihr in der Spielhalle. Da könnt ihr auch die Drohne auch kaufen, wenn ihr wollt. Die Drohnenstation, aber nur das ist sinnlos. Unnötig. Aber da habe ich schon mal ein Video mal gemacht über das Hauptkontrollterminal. Jetzt ist es wichtig. 30% diese Woche. Naja, immerhin, jetzt kostet glaube ich nur mehr knapp 1 Million. Ja. Wie gesagt, da könnt ihr über das, könnt ihr euch, wie gesagt, Verbesserungen und da ist Haupt. Control Terminal. Gut. Das war es eigentlich so. In ganzen Groben. Wie gesagt, ich habe meine Unternehmen da unten am Hafen. Ich will ausliefern Los Santos. Klar, wenn ich da rauf nach Paletta B, habe ich mehr Geld. War das gleiche Jahr, als ich es da rumgehabt habe. Ja. Das war auch klar, wenn ich da runterfahre nach Los Santos. Nur muss ich eins dazu sagen, Leute: bleibt sauber, bleibt, werdet nicht größenwahnsinnig deswegen, wenn ihr allein seid. Ja, bleibt realistisch. Weil ihr habt oft dann vier Fahrzeuge, ja, in Los Santos vielleicht nur zwei. Klar, wenn ihr Pech habt, habt ihr jetzt in Los Santos auch vier Fahrzeuge. Wenn ihr Pech habt, ja. Aber wenn wir realistisch denken, haben wir wahrscheinlich eh nur zwei Fahrzeuge. Bei den Dokumenten kann es passieren, dass ihr natürlich vier Fahrzeuge habt. Müllfahrzeuge habt. Ihr habt Hubschrauber, ihr habt so ein Schlauchboot habt. Ja. Aber bleiben wir realistisch. Gut, Leute, das war die Eventwochen diese Wochen. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Freude an der Kohlemacherei. In dem Sinn, tschüssi.